Also unsere erste Region, die wir jetzt befreit haben? Ich glaube schon, ja. Hi, Insane. Hey! Gott verdammt! So was habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Würde? Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Nee, du hast ihn zusammen gemacht. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll. Gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Tausend Kröten. Naja, viel ist es nicht. Ne, das geht sofort weg. Verflucht, Deputy. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Du bist ein verdammter Held, weißt du das? Aber noch gibt es viel zu tun. Jacob und Faith sind noch am Leben. Die Arbeit geht gerade erst los. Touch out. Falsche Seite vom Tresen. Ich glaube, ich nehme die hier. So, bei Waffen, ich gehe wieder zurück auf meine Knarre hier. So, besser. So, ich wollte mal noch schauen. Irgendwas war nämlich mit meinem Sniper anders. Ich glaube, ich habe versehentlich den falschen Schalldämpfer drauf. Ja, hatte ich auch. Weißt du auch, warum ich meistens mehr Geld habe als du? Warum? Weil ich mir keinen Schnickschnack kaufe, sondern wirklich nur Munition. Aha. So war's. So, ich habe jetzt wieder meine Knarre. Hier spricht Kim Rye. Ich rufe Nick und den Deputy. Könntet ihr vielleicht mal bei mir vorbeikommen, falls ihr Zeit habt? Wieso? Bitte? Noch nicht. Sonderzustellung. 500 Meter ist ja nicht sehr weit. Das war doch gleich hingelaufen. Bist du ein guter oder bist du ein schlechter? Du bist ein guter. Wollte ich in den Bus einsteigen, aber der hat ja keine Rede und kann gar nichts. Ich finde das so lustig. Und aus der Distanz sieht man nur die Umrisse von dir in hellblau, der langfährt.
guten. Ich glaube, wir müssen da irgendwie rein. Ja, genau da. Die wird wahrscheinlich ihre Tage, nicht ihre Tage, ihr Kind bekommen. War da nicht eine schwanger? Doch, da ist sie doch. Oh, verdammtes Nick! Oh, Gott! Oh, was ist denn hier los, Kim? Wo warst du denn, verdammt? Gib mir deine Hand, unsere Tochter will jetzt auf die Welt. Nein, 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 Nick Junior ist erst nächste Woche fällig. Au, au, Kim, Kim, du tust mir weh, du brichst mir die Hand an. Wir steigen jetzt in den Wagen. Komm schon, komm schon. Aua, du bist so stark. Okay, 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 okay. Deputy, du fährst. Na los! Oh Gott! Oh, schnell die Tür! Der Beilung! Ich bin gespannt, wer von uns beiden fährt. Du oder ich? Oh, meine Hand! Okay, halt dich einfach da vorne links. Ich würde sagen, ich fahre. Ah ja, die richtige Mucke. Nick? Dir kann nichts passieren. Der Deputy weiß, wie man fährt. Fahr einfach. Bist du eigentlich drin? Techniken zur Stressvermeidung beigebracht. Au, au, meine Hand. Was ist das denn? Was, was ist was? Schweine, pass auf die Schweine auf. Nach links. Ich bin schon die verdammten Schweine. Und auf die Tube. Ich wurde hier gerade voll von dieser blöden Karre abgedrängt. Würde ich ja gerne. Wie soll die Kinder im Auto bekommen? Das kannst du aber ein bisschen früher sein, du. Siehst du? Ist gar nicht so schlimm. Ja? Willst du tauschen? Ich kann das Musik nicht, ich kann die Musik nicht ausmachen. Ich meine, nein. Ich meine ja nur. Oh Gott. Sagte der Beauty, langsam und vorsichtig. Ich kann ihn leider auch nicht aufhören. Für langsam und vorsichtig haben wir keine Zeit. Du hast die Lady gehört. Drück auf die Tube. Das ist Mission Gebiet. Wo ist denn das Missionsgebiet? Hier ist doch nichts. Soll ich mal wahrscheinlich die Straße. Ich brenne. Jetzt nicht mehr. Was denn deine Weh jetzt oder was? Er tut mir so komische Scheiße in den Weg stellen. Ach, Sicht. Oh nein, halt dich fest, Kim! Eieieiei. Das ist doch absichtlich gemacht so. Natürlich. Oh, an der Brücke links. Sehr knapp. Komm, im Flugzeug klar. Warte, warte, warte. Nur wegen dem blöden Kühen, hey. Die rammen dich aber auch so weg, das glaubst du nicht. Und wenn der Weg ein bisschen besser Dings wäre, dann wäre das auch mal schön. Der Großwetterlage los, und los, los. Ach, wir sind hier. Oh nein, halt dich fest, Kim! Wer macht? Vor dem Kühn. Vor den Kühen links hier. Was ist das?
Kim! Warum brennt das hier? Wir packen das! Bleifuß, Deputy! Ich sehe halt die Straße nicht so gut gerade. Traktoren, klar. Nimm die Abkürzung! Bleib auf der Straße! Abkürzung! Oh, entscheide dich! Ich hab mich doch schon entschieden. Ich fahr doch hier ganz entspannt. Okay, durch die Bäume da! Abkürzung. Nice. Zur Klinikrolle hier. Bin ich denn so richtig? Ja, wir sind schon da. Okay. Ich habe nur geraten. Ab zur Klinik, wo wir schon mal waren. Hey. Ja, so schnell. Ne? Hey. Möchtest du deine Patentochter sehen? Was? Sie ist wunderschön. Tja, sieht aus, als müsste ich den Namen meines Geschäfts doch noch ändern, hm? Wahrscheinlich hörst du es nicht oft genug, aber... Danke für alles, was du getan hast. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da. Alter, ich will nichts sagen, aber Bibi ist hässlich. Komm, jetzt ab nach Hause. Ich wollte auch schon ganz etwas sagen. Etwa das kleine Gollum, ey. Oh, what's baby? Ray und Daughter. Die Zettel sind... Ort. Was? Zettel? Mhm. Mary May... Ich kann ihn nicht lesen. Wahrscheinlich dein Zettel. Mein Zettel. Ich habe schon wieder was Rotes auf der Uhr gehabt. Ja. Au! Irgendwas hat mich jetzt gerade voll gewischt. Aber ich weiß nicht was. Hi, hier ist Nick, hä? Ja, Anrufmann, oder? Ich hab mit dem Kumpel geredet. Ach, du warst es da oben. Blöder Vogel da. Hä? Du hast es auch gehört, oder? Ja. Habe ich mir nicht eingebildet. Nein. Okay, ich war mir nämlich jetzt nicht sicher. Kenn ich. Irgendwo ja. Alter, die fahren hier wie die Gehängten. Wie die Gehängten. Die Gehängte können fahren? Ja, es ist schlimm. So, Federn gibt 200 Mücken. Für so einen blöden Vogel. Ich brauche das hier. Erste Hilfe habe ich noch. So, was haben wir denn noch auf, so auf der Uhr hier? Ich glaube, von diesem Bereich hier gar nichts mehr. Sieht eigentlich gut aus. Außer halt, glaube ich, noch irgendwie so... Warte mal, wo ist das Questlog eigentlich? J-I? Was war denn das Questlog? Irgendwas hier. Genau, das wäre das hier. Das ist 500 Meter weit weg.
die Comicsammlung, aber das werden wir nicht auf der Karte sehen, oder? Man muss halt so Karten kaufen. Ja, die für die Comicsammlung, die Karten habe ich ja schon gekauft. Also die Karte, die konnte ich vorher kaufen, die habe ich gekauft. Und dann hieß es eigentlich, die würde uns angezeigt werden, aber scheinbar tut's das nicht. Für die Karte habe ich 1200 hingeblättert. Da hinten ist ein Feuerzeug im Wald. Was? Ein Feuerzeug im Wald? Ich weiß nicht, ob du siehst, überhaupt die Markierung, die ich habe. Ach doch, ja, jetzt sehe ich es, ja. Vietnam-Feuerzeug. Ja. Ja, da sollen wir ja auch welche sammeln. 12 Stück, glaube ich. Ah, hier ist zum Beispiel sammelbares Comic, alles klar. Und gleich hier ist auch noch eins. Also nicht gleich hier, sondern... Warte mal, wo sind wir denn gerade? Mal kurz rausscrollen. Ach, da sind wir. Ja, dann ist hier bei meiner Markierung gleich ein Comic. Da oben, wo du markiert hast, ist ein Feuerzeug. Und irgendwo hier unten hatte ich vorhin nochmal was gesehen. Wollen wir dann die zwei Sachen noch abgrasen? Können wir machen. Du hast ein Karomobil. Aufsteigen. Komm um. Die Geier hier, sind wie die Geier. Ja. Die Jahre. Ups, wollte ich gar nicht. Vor allem Dingen hier. Ich glaube nicht mehr, dass hier in dem Gebiet noch Typen sind, weil es jetzt befreit ist. Keine Ahnung. Aber es würde mich nicht wundern, wenn trotzdem noch welche da sind. Jetzt sehe ich nur noch meine Markierung. Ist sein weggemacht? Nö, nö. Wir nehmen erstmal deine Markierung, ist ja richtig. Aha, aha, aha. Na komm her doch. Oh, ich habe gerade irgendwas geworfen. Na, nur ein Stein. Okay. Ein Stein. Das war doch gestern auch schon und so. Er hat's Boom gemacht. Warte mal. Ah. Falsch. Aber hier war doch gerade irgendwie ein Bär. Mhm. Irgendwas Rotes auf der Uhr hier. Irgendwo im Wald wahrscheinlich. Ja. Der Bär da wahrscheinlich, der gerade da links war.
Komm rum, nur 500 Meter. Mhm, ist ja mitten im Wald irgendwo. Mal sehen. Ich hab einen Bären gesehen. Was kann das sein? Im Wald gibt's doch keine Bären. In dem glaube ich hier schon. Wenn wir das bekloppte jetzt Schild mal wegbumpen. Base Jump. Ah ja. Voll, voll, voll. Ich berate wie am Schuppen, ne? Natürlich. Es ist wie am Schuppen. Es ist immer am Schuppen. Dann runter mit uns. Da liegt's. Oder lag's. Hier liegt noch ein Pornoheft rum. Gibt auch noch was zum Lesen. Mehr gibt's hier nicht. So, nur was zu sammeln. So, das war das. Wo hatte ich jetzt das Comic-Heft gehabt? Das war doch auch irgendwo hier. Ich habe hier noch ein anderes Feuerzeug gesehen gerade. Auf der Karte. Das Comic-Heft war irgendwo hier in einem relativ mittig. Verdammt! 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 Voll. Okay, da würde ich sagen, wir holen zuerst mal noch das andere Feuerzeug. Das. Oh, wir haben einen Ort übersehen. Den Anleger hier. Was? Ja, tatsächlich. Von dem Anleger aus dann hierüber ist ein sammelbares Heftchen. Wo war das Feuerzeug jetzt noch? Gerade noch ein Feuerzeug gesehen. Hier hinten bei der Kürbisfarm, genau. Also Markierung. Wollen wir nicht lieber ein Auto nehmen? So. Komm rum. Jetzt nicht da. Was passiert? Muss halt sehen. Muss ich um mein Leben fürchten? Ja. Muss so. Ja, alles klar. Ich bleib doch schon mal auf der Steuerungstaste. Diese Fallschirm zücken. Nein, zu schnell. Was denn? Ich hab mich nur gerade gefragt, was das Auslösezeichen machen soll. Und so, hier war vorhin der Bär. Wir laufen heute. Zivilisten hier. Ja, ich denke mal, wir haben wirklich die Gegend jetzt befreit, da kommt jetzt keiner mehr. Ja. Ich steig da mal aus.
Ich bin flowvoll. Und der Anleger ist immer noch weiß. Na, jetzt aber blau. Haben wir ihn? Jetzt hat. Alles klar. So, das war der Anleger. Dann war hier das Comic. Und hier fahren immer noch Autos von der Sekte rum. Stimmt, hat die doch richtig gesehen. Danke, dass du diesen Scheißkerl John erledigt hast. Ja, kein Thema. Mach mir müde gerne. Warum ist eigentlich keine Markierung? Ah, jetzt ist Markierung, alles klar. Wo bist du? Ich kann nicht erkennen, ob das Freund oder Feind ist. Und die Wasserflugzeuge sind immer Freund. Fliegen ja, glaube ich, nichts mit anderen Typen. Puma! Nee, krieg ich nicht. Nee. Da raus, die machen. Mach Spaß im Busch. Gespannt, wo er das Comic liegt. Oh, ich hab's schon gefunden. Hier drin. Ja, und hier haben wir sogar noch einen Safe gefunden. Den wir offenbar noch nicht aufgemacht haben. 250 Mücken. Hier ist ein Safe, hier ist noch was zu lesen. Hier ist noch eine Schutzweste. Ups. Ach, schon wieder ein Bunker, ernsthaft? Hat er hier, hat, gut, Amiland, ja, wundert mich nicht. Ja, nicht nur das. Das ist eigentlich, Land der Bunker. Vorheftchen. Zu lesen, Vorheftchen. Spielkarten. Ja. Kein Radio. Also so spektakulär wie, die anderen Dinge auch. Also kein wirkliches Versteck, das ist einfach nur ein kleines. Oh, Rucksack vergessen mitzunehmen. So. Was denkst du so auf dem Ding noch irgendwas? Auf dem Dach hier? Nee, oder? Glaube ich nicht. Mal nachgucken, aber. Oh, Solarplatten. Ein bisschen Solartechnik. Der ein sehr guter Kamin, vor allem Ding, wenn man reinguckt. Ja, der geht nicht sehr tief. Ne. So, irgendwo hatte ich doch vorhin noch ein Feuerzeug hier. Voll nackelicht, ey. Komm rum.